Damit hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei Zec Fishing Wells. Hinter mir, ihr seht es schon, ihr wisst Bescheid, wo ich unterwegs bin. Immer noch am großen Fluss, sieht man mir glaube ich auch an. In die 9. Woche gehen wir. Frühjahrsfischen ist, würde ich sagen, abgeschlossen. Wir gehen in die Laichzeit. Die Fische sind schon stark verbissen gewesen. Die letzten, die man fangen konnten, gerade die großen, sind jetzt bei im Durchschnitt 18,5, 19 Grad Wassertemperatur. Und ich nehme euch heute eine Nacht wieder mit raus. Ich will was probieren, will euch das Ganze mal zeigen. Topwater angeln in der Steinpackung. Bin selber gespannt, ob da was passiert. Auch mit einem anderen Haken, weil ich das letzte Woche mal probiert habe, zeige ich euch. Hat mir bis jetzt ganz gut gefallen. Mal gucken, ob ich da hängen bleibe. Ich lade jetzt noch meine Köder ein und dann geht es für mich raus. Die Sonne hat richtig Kraft. Und ich bin gespannt, ob man was fangt und ihr seid dabei. Und es gibt sogar noch zwei Jubiläen zu besprechen. Aber dazu später mehr. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Ja, den ersten Anker habe ich schon drin, bin auf dem Platz, wo ich favorisiert habe. Ist halt zurzeit echt brutal, was hier los ist mit Anglern, die diese Schleppen machen. Das ist echt brutal. Ich weiß nicht, wie viele Boote da hier gleichzeitig umherfahren. Das ist wie so eine Invasion zurzeit. Und da hinten seht ihr jetzt diesen Spot. Das ist eine neue Steinpackung, extrem zerklüftet. Das habe ich mir jetzt schon seit vielen Wochen angeschaut. Hat in der Form, was ich vorhabe, habe ich noch nie einen da gesehen, der das so gemacht hat. Erstes Problem, ich muss ein bisschen außerhalb mich hinhängen. Ich kann nicht direkt in eine Steinpackung sitzen. Das hätte ich bevorzugt. Aber dann passt dieser Winkel nicht mehr, um das anzufischen. Das seht ihr dann spätestens, wenn ich die Ruten gesetzt habe. Das muss ich nämlich jetzt selber mich rantesten. Ich habe Bambus dabei, ich habe Rutenständer dabei. Und wir machen jetzt als allererstes, weil das wird, glaube ich, das große Problem, die Ausleger alles fertig. Das Setzen geht dann wie immer schnell. Aber jetzt geht es erstmal darum, diesen Winkel, den wir da hinten dann haben, wirklich dann so, dass die Stöcke quasi quer zur Packung gehen, dass wir in diesem beruhigten Bereich überhaupt 3,6 Meter. Sieht richtig geil aus, ich habe da ein gutes Gefühl. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen tricky, da die Stangen richtig zu setzen. Hinter mir sind sie schon. Da habe ich zwei Stück dabei, eine kürzere, eine lange. Und das machen wir als erstes fertig, um da hinten ranzukommen. Und los geht's. Okay. Anker vorne sitzt, ein Anker hinten am Heck, weil das heute relativ wichtig ist. Das Boot darf nicht pendeln, zumindest nicht so viel wie beim Sandabrissangeln mit den U-Posen vom Boot. Rutenhalter habe ich mir jetzt mitgenommen, weil ich die schöner in der Packung verkeilen kann. So, hier nebendran, das ist jetzt eine neue Steinpackung, die ist jetzt einige Jahre alt. Das hat durch Hochwasser etc. hat das mal hier den Damm ausgewaschen, die alte Packung ist dann weggebrochen und dadurch war hier schon immer ein tieferer Dreher wie so ein Becken. Das haben die neu gemacht, da liegt extrem viel Unrat drin, also das geht hoch von 4 Meter auf 1,80 Meter, geht wieder runter auf 6. Aber sehr interessant dieser Bereich und wie gesagt, ich habe mir das jetzt seit vielen Wochen angeschaut. Wir waren die letzte Woche noch circa, nicht ganz einen Kilometer flussauf Richtung Brücke, haben dort sehr erfolgreich fischen können. Und jetzt ist es halt so, wir haben Wassertemperatur, das hatte ich euch eingangs schon erzählt, von über 18,5, 19,5 in dem Bereich Wassertemperatur im Durchschnitt im Fluss. Und das ist natürlich jetzt immer der Punkt, wo sich die Fische dann sammeln zum Laichen. Ob das hier jetzt auch so zum Platz sein kann, wo die Laichen, bin ich mir nicht sicher, aber die Vergangenheit war halt immer so, dass so solche Bereiche mir in dieser Phase gute Fische gebracht haben und das Topwater.
Ich habe zwar nach wie vor immer U-Pose gefischt, haben da auch noch gute Fisch fangen können letzte Woche, aber ein Großteil der Dicken kamen alle auf Topwater. Und deswegen versuche ich hier in diesem Bereich zwei Montagen Topwater einzusetzen. Gut, das sieht ganz interessant aus. Dazu nehme ich mir jetzt mal den Rutenhalter. Versuche den erstmal zu verkeilen. So, machen wir den Schwenk für euch. Ja, ich denke, das ist okay. Vorne knoten wir uns jetzt geflochtene Schnur an. Ihr seht, das ist alles wie immer nicht so einfach. Aber wir kriegen es irgendwie hin. Futterfischchen da. Ich war auch hier schon unterwegs. Ich habe ja diesen Bereich, das ist ja das, was ich immer mache. Die meisten von euch werden das mittlerweile kennen. Wenn ich in einem Revier bin, sitze ich wirklich über Wochen immer so, dass ich mir gewisse Ecken konstant anschauen kann. Wo ich wirklich denke, das ist interessant. Und in dem Moment, wo ich regelmäßig dort sitze, irgendwo, und kann mir diese Bereiche von beiden anschauen, weiß ich immer, was da los war. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Und hier, wie gesagt, das ist so ein Punkt. Ich weiß, dass diese Aktivangler, wo gerade hinter mir wieder gleich einer durchgeblasen kommt, viel hier geangelt haben, weil die das natürlich auch sehen mit der modernen Echolot-Technik. Und zum anderen, weil hier auch sehr häufig gute Fische zu sehen waren mit dem Echolot. Die habe ich auch gefunden. Und wir sind wirklich auf einmal im Hochsommer angekommen. Wir haben jetzt innerhalb von 8 Tagen 4 Grad Wassertemperatursteigerung gehabt. Das ist viel. Wirklich, das ging jetzt rasant nach oben. Das haben wir. Gut, jetzt legen wir uns den Abstand fest. Natürlich immer rot im Auge behalten. 5,30 Meter haben wir hier. Unmittelbar in der Packung und das Wasser ist hier beruhigt. Genau in der Flucht vom Boot mache ich mir hier wieder eine Schlaufe, Ausleger. Gut, nochmal kontrollieren. Aber das sah soweit ganz gut aus. Den Stock, das sehe ich schon, der wackelt da drin jetzt noch umher. Das müssen wir dann nochmal fixieren. Da reichen aber meistens kleine Steine. Ja, der tiefste Punkt hat hier außen Strömungskante 6,20 Meter, 6,40 Meter. Geht hier jetzt schon wieder hoch. Okay, ich muss relativ weit runter. Steinspitze, dann wird zwar der Ausleger etwas länger, aber erst dann komme ich relativ weit raus, weil ich das Boot nicht einfach in die Fahrrinne stelle und spann so rüber. Fahrrinne kann man nicht parken, hier ist keine Schifffahrt, wir sind auch unter Null. Spottboote, ja, die sind unterwegs, aber die fahren durch diese Steinspitze nicht so nah hier am Ufer lang, die fahren hier immer etwas außen und da stehe ich auch, also das ist auch ein Sicherheitsaspekt. Wäre sicherlich einfacher, das Boot einfach im Fluss zu hängen und dann gerade hier ran zu angeln. Aber wie gesagt, das ist natürlich Sicherheit, geht da vor und das können wir hier nicht bringen. Das wäre too much. Deswegen behelfe ich mir mit diesen Stöcken quer rein und dann halt den Ausleger relativ lang. Okay, da seht ihr das. Quer rein den Rutenhalter. Schön in die Steinpackung, den Stock etwas hoch. So, und den Ausleger habe ich jetzt so lang gemacht, dass wir da vorne auf diese 5 Meter Kante kommen. Da hinten seht ihr die dicke Bertha schwimmen. Die Flucht müsste passen. Ausleger ist dann da vorne, den hole ich mir. Und Route Nummer 2, so rum ist richtig, wir bleiben beim Deutsch. Da hinten quer und dann kommen wir hier vorne hin. Genau ungefähr plus minus neben den zweiten Stock. Zeige ich euch morgen früh wie immer auf dem Blog. Den Ausleger, dass der nicht wegschwimmt, habe ich mir hier vorne in die Steine geklemmt. Da seht ihr. Ich bereite jetzt die Vorfächer vor, das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Ja, und dann geht das ins Rennen. Was denkt ihr? Geht das nicht? Wie gesagt, da draußen Strömungskante 6,50 Meter, der tiefste Punkt. Und dann ab da, wo die dicke Bertha steht, geht es hoch. Im Durchschnitt 3,50 Meter und die rechte Seite so alles im Durchschnitt 1,50 Meter. So in dem Bereich. Da drüben seht ihr das Kräusliche. Wir probieren das heute mal hier. Topwater, gerade mit den Hintergedanken auf dem Dicken. Schauen wir mal. Okay. Ich habe die Stöcke in Position gebracht.
da hinten kann man sie noch erkennen. Auf jeden Fall hänge ich nicht zu weit weg, das ist auch wichtig, weil wie gesagt, wenn das Boot so steht, eine leichte Pendelbewegung trotz Anker hinten kann man nun mal. Allein schon durch die Boote, die dann an mir vorbeifahren, das ist dann alles immer ein bisschen in Bewegung. So, deswegen stelle ich auch die Ruten hier oben drauf und dann nutzen wir gleich die Zeit und machen zusammen den Tackle-Check. Procat in 3 Meter habe ich jetzt die ganze Zeit schon gefischt. HR20, Haltlein 0,55. Obendrauf die Schlagschnur in 0,9. Monofiles Vorfach, 1,05 mm Stärke, 68 kg Tragkraft, eine kleine Pose, mit der man dann die Höhe einstellen, wie hoch dieser Ausleger im Wasser sein soll. Dann haben wir den Mr. Wallerhook, einmal S, einmal XS. Das ist das, was wichtig ist. So, dann haben wir natürlich unseren Unterfangkescher. Und das ist so eine Sache, da habe ich jetzt mal ein bisschen rumexperimentiert mit den Circle Hooks. Ja, was kann man dazu sagen? Bis jetzt gut, wirklich gut. Auch die kleine Größe, die S. Und das machen wir heute auch mit einer Rute. Gerade da vorne dann auf diesen Stock. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir haben hier jetzt viel so geangelt, dieses Topwater-Angeln an Brücken, wie auch immer. Und da hat man relativ oft Fehlbisse, wo die Fische sich so reinfallen lassen. Und wenn man die Rute rausnimmt und da kommt dann Druck drauf und man will einen Anschlag setzen, waren die dann meistens weg. Sehr oft auch ein Phänomen von großen Fischen. Und deswegen jetzt habe ich das dann so probiert. Das hat uns Fische gebracht und wir bleiben da jetzt mal dran. Ich fische eine Montage so und die anderen weiterhin, wie ich das meiste Vertrauen habe, das kennt ihr. Und dann schauen wir mal, ob sich jetzt die nächsten Tage hier was rauskristallisiert. Und falls dem so sein sollte, werde ich dann später dazu nochmal Videos machen. Aber das sind so Sachen, das experimentiere ich dann gerne. Also ich mache dann kein anderes Vorfach mit Drilling oder so. Sondern wenn viele Fehlbisse kommen, habe ich zwei Sachen, die mir wichtig sind. Das erste ist, ich muss erstmal sehen, was sind es für Fehlbisse. Wenn das nur so klingelt, was man zurzeit wirklich extrem oft hatten, also mindestens ein, zwei solche Aktionen pro Abend, egal an welchem Platz, waren das fast immer Katzenwälzer. Die haben sich brutal entwickelt, also ich weiß nicht, wie viel wir die jetzt die letzten Wochen fangen konnten und dann noch die Dunkelziffer, wie viele unsere Köder totgebissen haben. Also echt heftig, richtig heftig. Wie gesagt, wir im Durchschnitt, wo das Wasser noch kälter war, war es nicht so viel, aber jetzt die letzten Wochen extrem auffällig. Gerade auf Sandbänken hatte ich jetzt teilweise Plätze, wo ich mehr Katzenwels gefangen habe, wie normalen Waller. Tja, wir werden sehen, wohin da die Reise geht. Gutes Gefühl habe ich dabei nicht, aber bin mal gespannt, ob das die Natur wieder ausmerzt. Bei solchen Fehlbissen bringt mir auch ein Drilling nicht wirklich was. Denn erstens mal will ich den Katzenwels nicht unbedingt fangen. Gerade hier am Mittellauf, wo viel auch Angeldruck ist, dass die Fische darauf schon reagieren, argwöhnisch, viel Metall, Köder ist unnatürlich präsentiert und so weiter. Dass es sein kann, wenn der Drilling drin ist, dass die Bisse komplett ausbleiben. Aber wie letzte Woche, da waren wirklich gute Wels dabei. Das sieht man dann, die Rute komplett krumm gezogen. Was ist das? Wie kann sowas sein? Der Fisch nimmt unseren Köder im Mittelwasser. Wir hatten so wie da unten zwischen 6, maximal 8 Meter Wassertiefe und der Köder hing so auf 2,50 Meter, 3 Meter. Und die Fisch saugen den komplett an, komplett rein und dann lässt er sich nur fallen. Und dann kommt da Spannung drauf. Einmal von der Rute, der Ausleger und so weiter, die Reißleine 0,40er. Und das war dann halt immer so ein Phänomen. Umso mehr Druck der dann bekommen hat, dann hat er sich einfach, hat er das wieder ausgespuckt. Sehr oft war die Forelle kein Kratzer dran, keine Blessur, gar nichts. Und das ist immer ein Indiz für gute Fische, die den Köder komplett nehmen, lassen sich fallen, haken sich aber in solchen Momenten nicht. Bei der Steinmontage ist das ein bisschen anders. Das sind die Fehlbisse, wie gesagt, hauptsächlich auf Katzenwels zurückzuführen, gerade wenn es so klingelt. Wenn ihr sowas habt, zwei Tipps nochmal dazu. Vorfach verlängern. Bei vielen Fehlbissen wirklich dann 3 Meter hochgehen. Hat mir sehr oft die Wende gebracht. Und bei diesen Abspannen, wie gesagt, Circle Hooks. Denn wir brauchen nicht anschlagen, ich nehme die Rute nur raus und gehe dann mit. Und je nachdem, wie groß der Fisch ist, entweder kappt er in diesem Moment die Reißleine, dass er schafft, oder ich gebe dann nur noch mal eine, aber nicht um einen Haken zu setzen, sondern um die Reißleine durchzuhauen. Das werden wir heute auch machen müssen, allein schon durch diese Pendelbewegung, denke ich. Nicht um den Fisch zu haken, sondern um die Reißleine rauszubekommen. Also, wir probieren das so.
Das bereite ich jetzt vor, das geht schnell und dann können wir unsere Montagen auslegen. Ja, unter dem Schirm hält man es einigermaßen aus, aber es ist wirklich mit einem Schlag Hochsommer geworden. Und was haben wir denn für Jubiläen zu feiern? Es gibt ja zwei Sachen. Und zwar einmal habe ich 20-jähriges Fischen hier am Grande Fiume. 2003 habe ich hier angefangen, ziemlich genau Anfang Juni oder Mitte Juni war ich das erste Mal hier mit meiner Freundin. Und dann das zweite Jubiläum ist die Dicke Bertha. Dicke Bertha ist dieses Jahr 10 Jahre bei mir. Auch ziemlich genau Anfang Juni habe ich das Boot geholt. Ja, 2013. Immer mal wieder schön, dann in alten Bildern zu kramen, alte Erinnerungen hochzuholen, denn da ist einiges passiert im Laufe der Zeit, weil ich es jetzt erst alles mal sortiert habe, notiert habe, war ich von 20 Jahren insgesamt etwas über 8 Jahre hier, also alle Wochen zusammengezählt. Also ist ein bisschen was zusammengekommen. Ich möchte es nicht missen. Die Fischerei ist nach wie vor sehr anspruchsvoll, sehr, sehr interessant, sehr facettenreich. Ja, es besteht für jeden immer die Chance auf einen sehr großen Fisch. Das ist natürlich eins der Highlights, was diesen Fluss besonders macht. Jetzt haben wir erstmal einen Baum gefangen. Auch wenn es nicht geplant war, will ich euch gleich mal hier was zeigen. Und zwar seht ihr jetzt da vorne den Baumstamm, der da drin hängt. Ich hatte die Montage gerade reingehangen, da hängt jetzt noch kein Köder drauf. Ich habe die nur angeknotet, vorfahrfertig gemacht. So, jetzt hängt dieser Baum da drin. Warum zeige ich euch das? Nicht, weil ich hier jetzt mal so einen Baum da im Drill habe, sondern eine wichtige Botschaft immer wieder. Geht zum Drillen ins Boot. Dafür braucht man das Schlauchboot. Das ist so wichtig. Ihr könnt nicht einfach große Fische zu euch herzerren, selbst wenn die Strömung gar nicht so stark aussieht. Ihr seht das hier. Ich hänge da jetzt voll drinne. Ich habe mal die Knarre ausgemacht und trotzdem, die ist fast zu. Da kann ich schon ziehen, wie ich will. Das ist ganz, ganz wichtig. Geht zum Drillen ins Boot, denn so habt ihr immer den direkten Kontakt. Ein Druck ist ein ganz anderer und so schlitzt er auch leichter Fische aus. Das nochmal hier an dieser Stelle wirklich als wichtiger Hinweis, weil in den letzten Wochen wurden wieder Fische verloren, weil die Peoples nicht gewusst haben, dass man fürs Drillen ins Schlauchboot geht. Das ist natürlich der größte Blödsinn. Dafür hat man Schlauchboot nicht nur, um die Montagen auszulegen, sondern auch um den Fisch zu holen, zu drillen, damit man den überhaupt hier erfolgreich abschließen kann. Ich kümmere mich jetzt mal hier um die kleine Wurzel und dann geht's weiter. Tja, wie gesagt, das war aus der Not heraus, aber da kann ich euch das am besten immer zeigen. Das ist wirklich wichtig. Da ist dann so ein Druck drauf. Ihr habt jetzt gesehen, die Wurzel war vielleicht ein Meter und die schwimmt nicht. Und das ist dann schon brutal. Gut, wie gesagt, 20 Jahre Jubiläum hier am Fluss. 10 Jahre Dicke Bertha, 20 Jahre ist einiges zusammengekommen, von der Hochwassersession bis 4,40 Meter unter Null war das Tiefste, wo ich hier war. Dann ja eigentlich zu jeder Jahreszeit, zu jedem Wasserstand, zu allen erdenklich verschiedenen Bedingungen. Und was mir auch immer wichtig ist, ich habe mir wirklich mittlerweile im Laufe der Jahre wirklich fast alles vom Pro angeschaut. Natürlich bin ich ein Großteil meiner Zeit, jetzt bin ich aktuell ja die letzten 3 Jahre in San Bernardino hauptsächlich oder nicht nur, aber ein Teil. Und das ist für mich auch ein relativ neues Gewässerstück, da muss man sich erst nach und nach einarbeiten. Das ist so das, ja, was mir wichtig ist. Ich habe da an diesem Fluss wirklich das Fischen einen Großteil meiner Zeit verbracht. Das ist ja auch immer wieder, das ist ja ganz wichtig, dass man das immer im Verhältnis sieht. Wo angelt man, wann angelt man und so weiter. Natürlich hat jemand, der nur an der Elbe fischt, einen ganz anderen Erfahrungsspektrum wie einer, der nur hier ist oder mehr hier ist, wie zum Beispiel an der Elbe. Und das sind dann halt auch immer so Sachen. Das, was man hier lernen kann, kann man sehr gut umsetzen. Ich möchte mit Fug und Recht, glaube ich, behaupten, wer hier zurechtkommt, kommt woanders auch zurecht. Auch mit legalen Ködern. Das ist ja immer wieder das Problem, wenn man woanders unterwegs ist. Aber wer hier so ein bisschen diese Location verstanden hat, diese sich schnell wechselnden Bedingungen, dass wirklich 10 cm da drüben wir entscheiden können, ob ein Platz funktioniert oder nicht, der findet sich in vielen anderen Gewässern schnell auch zurecht und wird da seine Fische fangen. Ja, wenn ihr darauf Bock habt, können wir auch mal gerne ein reines Video machen, nur zum Po vom Grande Fiume. Wenn ihr darauf Bock habt, einfach mal
Feedback dalassen. Würde uns selber interessieren von Zackfishing, weil ja doch die meisten Filme immer von diesem großen Fluss kommen, gerade wenn es um sehr große Fische geht. Die gibt es natürlich woanders auch, aber hier, das ist schon ja, seit vielen Jahren mehr wie ein Geheimtipp, dass es große Fische zu fangen gibt. Und überall, wo diese vorhanden sind, gibt es natürlich auch viele Leute, die die fangen wollen. Zurzeit, diese extrem niedrigen Wasserstände sorgen halt dafür, dass diese osteuropäischen Angler, das sind hauptsächlich Tschechen, Rumänen, Ungarn, mit diesen Schleppen gute Erfolge erzielen. Die fangen gut. Die Stückzahl so, weiß ich jetzt nicht immer ganz genau, aber die fangen auch sehr große Fische. Aber das ist wirklich mittlerweile wie so ein Massentourismus geworden. Ich weiß nicht, wie viele Boote da hoch und runter fahren, vom Hellwerden bis ins Dunkelwerden. Denen kommt dieser niedrige Wasserstand zugute. Und das ist dann, glaube ich, auch immer so ein Punkt, wie hinter mir diese kleine Packung, wo das so zertlüftet ist, fangen die natürlich nur die Fische, wenn die auch wirklich aktiv sind. So, nachts haben die Ruhe und tagsüber können die sich direkt in diesen ja, Schüttungen unten reinstellen, dass sie da ein bisschen mehr Schutz finden. Weil wenn die da auf der offenen Fläche liegen, auf 3 Meter Wassertiefe, dann werden die von früh bis abends da benagelt. Und ich glaube auch, dass das auf das Verhalten der Fische niederschlägt. Okay. Wie gesagt, wir machen jetzt unsere Rutenstattler, dann räumen wir ein bisschen auf und dann gehen wir gespannt in die Nacht. Der Plan, 2x Bambus quer in die Packung und eine Rute einfach Topboarder hier vorne raus. Warum keine U-Pose? Hat einen relativ einfachen Grund. Erstens mal ist es extrem zertlüftet und ich möchte das wirklich heute mal intensiv probieren, nur an der Oberfläche zu angeln. Auch auf die Gefahr hin, dass ich so vielleicht einen Fisch nicht abpassen kann, der da tief unten liegt. Aber wir probieren das heute, weil ich das beste Gefühl habe und die dritte Rute nur einfach raustreiben, Topboarder und fertig. So, jetzt sieht man am besten, erst wenn es gespannt ist, ob das alles passt. Die Kante, das passt, ja, das passt sehr gut, aber einen kleinen Wermutstropfen gibt es. Ihr seht, hier habe ich jetzt relativ leicht Spannung drauf. Das hängt mir zu tief. Ich mache jetzt nichts anderes, wie das Knicklicht wieder los und stelle den Schwimmer direkt auf den Wirbel. Mir reicht das Vorfach, also die Vorfachtiefe dicker aus. Das muss ich dann natürlich nachspannen, wenn ich wieder am Boot bin, aber durch diese Pendelbewegung, wie gesagt, ist das halt was anderes wie am Ufer, wo die Ruten feststehen. Ja, sieht gut aus. Machen wir nur das Knicklicht raus. Genau, 5,90 Meter. Genau der Punkt, wo das anfängt zu strömen. Jawohl. Okay, das spanne ich dann noch ein bisschen, damit das hier nicht aufliegt. Und jetzt fahre ich mal unter den anderen Bambus, da könnt ihr das auch noch mal sehen. Der liegt etwas in der Strömung. 2,20 Meter haben wir hier. Da hinten habt ihr den Stock. Hier diesen langen Ausleger, wie gesagt, den brauche ich, um den Winkel hinzubekommen. Und hier habe ich schon das Knicklicht gleich runter gemacht, weil ich es bei den ersten schon gesehen habe. Okay, hier haben wir 4 Meter, 4,40 Meter. Was ich aber schöner finde, hier haben wir keine Strömung. Da draußen ist etwas mehr Strömung. Und die andere Route, da fahren wir jetzt dran vorbei, die machen wir gleich etwas länger, das zeige ich euch auch noch. Und hier ist die Kante, wo es runter geht, auf 4 Meter. 5 Meter, nee, das passt. Hier seht ihr wieder den Schwimmer. Ganz, ganz einfach. Die ist nur Topwater, sprich, ich lasse das nur abtreiben. Der ist fixiert, um das Ganze oben zu halten. Hier ist diese Kante. Das Boot steht auf 2,50 Meter, 3 Meter. Genau. Ja, die Ruten sind ausgelegt. Ich finde, sieht richtig gut aus. Ich hoffe, die Fische sehen das genauso. Jetzt kehrt ein bisschen Ruhe ein. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Ich bin ja erst auch kurz nach 4 wieder weg. Ist ja Finish. Heute ist Finish, Freitag. Deswegen wieder eine Nacht alleine. Und ab morgen geht es dann weiter mit Gästen. Ja, wie gesagt, also ich finde dann diesen Knick da vorne. Viel Futter da. Das sieht gut aus. Wir haben jetzt alles Topwater gefischt. Sicherlich hätte man auch U-Posen machen können und so weiter. Aber wie gesagt, die letzten Tage hat uns Topwater die großen Fische gebracht. Und genau deswegen mache ich das heute auch und setze alles auf eine Karte, auch mit der Gefahr hin, dass ich den ein oder anderen Fisch nicht fange, weil ich nur an der Oberfläche fische. Ich bereite jetzt erstmal alles vor, so viel habe ich ja nicht. Baue mir jetzt hier meine Liege auf, ein bisschen Ordnung noch reinbringen, ein bisschen sortieren und dann was essen.
und drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Wäre echt cool, wenn da ein Dicker abläuft. So, mehr brauche ich heute nicht. Es ist ja mittlerweile Sommer geworden in Italien. Wie gesagt, wir gehen jetzt in die Laichzeit. Jetzt werden die meisten Camps auch wieder etwas ruhiger, also sprich weniger Gäste. Denn die meisten haben schon immer extreme Angst vor der Laichzeit. Mich erreichen da auch regelmäßig Fragen. Kann man pauschal auch nicht immer beantworten, weil das sehr viel von den äußeren Bedingungen und Gegebenheiten abhängt. Jetzt haben wir es so, wir haben in 8 Tagen... wirklich einen Temperatursprung gemacht und wir hatten jetzt letzte Woche Fische, die alle Laichspuren hatten, aber nur große Fische, also so ab 1,90, die waren alle verbissen, kleinere noch gar nicht. Wir werden sehen, normal ist es eigentlich immer so, irgendwas kann man schon immer fangen, aber man merkt schon, dass die beste Phase immer vor der Laichzeit ist oder was immer sehr gut war, war nach der Laichzeit. Anfang Juni, so in dem Bereich, da habe ich auch gute Sessions erleben können. Letztes Jahr war das aber komplett anders, denn wir waren Anfang Juni wie im Hochsommer. Also Wassertemperaturen 26, 27 Grad, extrem niedrig nach wie vor. Und wir haben ein paar Fisch gefangen, aber das war wirklich eine sehr harte und schwierige Woche. Letzte Woche war gut, weil das Wasser dann halt, wie gesagt, diesen Sprung gemacht hat, wo das hochgegangen ist. Und ich habe mit Chris und Robert weiter geangelt. Das erste Video habt ihr ja mitgekriegt, diesen Doppelschlag von den zwei Dicken. Ich habe noch ein bisschen Videosequenzen gesammelt für euch. Ich zeige euch nochmal was, was uns da passiert ist. Ich wünsche euch damit jetzt einfach mal viel Spaß und ich hoffe natürlich, dass wir da heute Nacht selber auch ansetzen können. Ja Jungs, es war ein hartes Stück Arbeit der letzte Abend. Geht einfach weiter. 2,30, knapper 2er. Insgesamt 4 Fische wieder. Wahnsinn. 1,90 Meter noch, 1,50 Meter.
Ja, die Messe ist gelesen. Auch das macht den Po aus. Ja, wir haben richtig geile Fische gefangen. Das war auch nicht das Ende. Aber darum soll es ja auch nicht immer gehen. Denn ich habe sehr häufig das Gefühl, dass viele Leute mit falschen Vorstellungen hierher fahren. Und daran sind natürlich Angler schuld, die das promoten, was sie hier erleben. Es gibt gute Phasen, aber es gibt überwiegend schlechte Phasen, die dominieren. Und was heißt schlechte Phasen? Schlechte Phasen heißt ja nicht immer, dass ich wochenlang hier nicht unbedingt einen Fisch fange, sondern dass ich um jeden Biss kämpfen muss. Um wirklich jeden Biss. Und dieses Jahr zum Beispiel, das hatte ich euch schon mehr wie einmal erzählt, hatte ich extreme Schwierigkeiten, die Vertikaltouren zum Laufen zu bekommen. Ehrlich gesagt habe ich es nicht geschafft. Wir haben Fisch gefangen, aber das, was wir in den letzten Vertikaljahren hier erleben durften, das war was ganz anderes wie das, was die letzte Vertikalsaison hier passiert ist. Ob das jetzt das neue Normal wird, weiß ich nicht. Natürlich immer wieder der Hintergedanke, viel Angeldruck, auch durch diese Schleppfische habe ich das Gefühl, dass das damit zusammenhängt, dass die im Winter auch diese flacheren Bereiche, wo ich sonst sehr gut gefangen habe, meiden und in diesen extremen Strukturen drin stehen, also so wie hier oder auch andere Plätze, Naturufer und so weiter, oder extrem flach liegen, dort wo man kaum an sie drankommt. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Wir werden es sehen. Versuch macht klug. Ich werde auch wieder im Winter dann natürlich hier fischen, um da neue Erfahrungen sammeln zu können. Gut, ich würde sagen, wir haben genug erzählt. Die Wartestellung hat angefangen, richtig coole Stimmung draußen. Ich esse jetzt noch ein bisschen was, dann mache ich mein Positionslicht noch an und dann schauen wir mal, was die Nacht hier bringt. Damit einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht es, ich habe mich schon wieder ein bisschen dick eingepackt, denn das Wetter hat sich komplett geändert. Kamen auch ein paar Regentropfen runter, ist deutlich abgekühlt. Und wie war die Nacht? Sie war relativ ruhig, ich habe hervorragend geschlafen. Köder sind nach wie vor extrem nervös, aber kein Biss bekommen. Und trotzdem, genau deswegen will ich euch auch das mal zeigen. Ihr habt überall, wo ihr unterwegs seid, immer verschiedene interessante Strukturen. Und das, was ich jetzt die Nacht probiert habe, hatte ich ein gutes Vertrauen drin für einen großen Fisch, gerade mit diesen Topwater-Angeln, aber hat gar nichts gebracht. Das kann natürlich jetzt wieder an zwei Sachen hängen. Einmal, weil sich das Wetter geändert hat, oder zum anderen, weil halt die Fische in dieser Zeit jetzt einfach nicht aktiv waren. Das kann heute Abend wieder anders sein, das kann nächste Woche anders sein, wie auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, ich werde ab heute mit meinen Gästen keine Steinpackung beangeln, das habe ich jetzt probiert, sondern werde nur auf die andere Seite moven, auf die Sandbank. Sandbank hat nach wie vor extrem viele Meereschen, Wasser hat dort fast 20 Grad im Durchschnitt auf der Sandbank, ist etwas wärmer. Da werde ich es dann probieren und das ist wichtig. Also ich fahre jetzt nicht kilometerweit hoch oder runter, weil ich da denke, da finde ich viel bessere Plätze, sondern ich bleibe in einem Stück, in einem Gewässerrevier. Ihr seht da oben die Brücke, da oben. Und allein bis da hoch habe ich hier auf dieser Ecke, nur hier, vier verschiedene gute Spots, die sich alle untereinander aber unterscheiden. Und das ist der wichtigste Tipp. Erstens, movet jetzt nicht kilometerweise weg, sondern bleibt in einem Gewässerstück, egal wo, ob in Deutschland, wo auch immer, und nehmt euch das wirklich intensiv vor. Das Zweite ist, so eine Nacht ohne Biss, wenn die Köder sauber sind, weiß ich, habe gut geangelt. Da hört ihr das. Ich weiß, ich habe gut geangelt. Und gut geangelt heißt jetzt nicht immer, ich habe da einen dicken Fisch gefangen, sondern wenn ich frühst meine Montagen einhole, ganz wichtig, ich hole die genauso ein, wie ich sie ausgelegt habe mit dem Schlauchboot. Ich reiße die nicht einfach ab und dann wundere ich mich, dass kein Köder drauf hängt. Das muss ich wissen. Das heißt, ich fahre jetzt mit dem Schlauchboot hin, hole meine Köder rein, natürlich meine Stöcke wieder weg, meine Rutenhalter aus der Steinpackung. Und so weiß ich dann immer, war die Montage dreckfrei, war der Köder sauber und war er fit. Und nur wenn das gewährleistet ist, kann ich erstmal davon ausgehen, dass ich die ganze Zeit einen Biss hätte bekommen können. Wenn ich natürlich jetzt meinen Köder reinhole, schlag den ab und der ist dann weg, weiß ich nie, ist das jetzt durch das Reinholen passiert oder
war er heute Nacht um 12 eventuell schon gefressen und eine gute Beißphase in den Morgenstunden konnte ich gar nicht mitnehmen, weil ich keinen Köder drauf hatte. Oder habe ich Dreck gefangen? War da schon Dreck drauf? Und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das sind Sachen, die für mich zum Ballerangeln dazugehören. Einmal dieses Probieren. Ich mache mir jetzt auch wieder meine Notizen dazu. Und apropos Notizen, mein Kaffee, der ist jetzt gerade frisch aufgesetzt. Den trinke ich jetzt noch, dann mache ich für euch noch Zettel und Stift. Dann zeige ich euch nochmal den Platz aus der Vogelperspektive und vielleicht, wahrscheinlich sogar ziemlich sicher, werde ich das dann nochmal zum Ende der Woche probieren. Vielleicht ein bisschen anders, nochmal mit 2-3 U-Posen mit dazu und nur eine Top-Water, wie auch immer. Denn ich denke nach wie vor, der Platz ist gut, auch für einen großen Fisch, aber heute Nacht hat es mir erstmal keinen Biss gebracht. Gehört dazu. Okay, der Platz aus der Vogelperspektive mal auf dem Block für euch. Hier drüben der Abriss, da hatte ich letzte Woche gut gefangen, oder ist schon wieder 2 Wochen her. Dieser kleine Abriss zieht sich extrem weit raus und das ist alles extrem flach, wirklich sehr flach. Im Durchschnitt zwischen 60, 90 cm, auch mal kurz 1,30 Meter. Unterhalb vom Abriss, diese ganze Seite hat dann so 2 Meter. Da haben wir gut gefangen, das war echt eine coole Geschichte. Ich vermute hier, dass das ein Stammplatz ist. Alle Steinpackung und hier hat das mal ausgewaschen. Und damit das nicht den Damm komplett untergräbt, haben die das neu aufgeschüttet. Und durch diese Aufschüttung ist unter Wasser hier ja ein riesen Steinhaufen. Und hier fällt das dann abrupt ab, weil das so ein Dreher dann war. Das wird nach unten hin relativ schnell wieder flach. Dieses ganze Stück hat vielleicht nicht viel mehr wie 80, 90 Meter, diese Länge, wo es dann auch mal tiefer ist. Ich finde das halt deshalb interessant, weil das extrem zerklüftet ist. Also das geht von 2 runter auf 6 Meter, geht dann sofort wieder hoch. Ganz viele Strukturen drin, so Drahtkörbe, wo die angefangen haben, diese Packung neu aufzusetzen und so weiter. Also ich vermute da auf jeden Fall Fische. Es waren auch gut Futterfische da in der Packung. Eschen, die an den Steinen auch das Gras schon abfressen, also diese Algen. Aber wie gesagt, heute Nacht hat mir das nichts gebracht. Und ich habe das deshalb so gemacht, ganz einfach. Ich habe das Boot hier rausgehangen, damit ich mit diesem Winkel hinkomme. Denn wenn ich mich hier irgendwo hinsetze, ziehe ich die Ruten immer weiter Richtung die Uferkante. Dann komme ich hier raus nicht mehr. Und deshalb habe ich das Boot jetzt ein paar Meter vom Ufer entfernt geparkt. Solider Anker, einmal vorne mit 30 Meter Seil, hinten relativ kurz. 10 Meter in der abfallenden Kante habe ich den gespannt, damit das Boot einigermaßen steht. Eine leichte Pendelbewegung ist trotzdem immer. Und dann habe ich den Bambus quer reingesteckt, relativ lang. Das sind dann meine Montagen, weil ich den Ausleger dann so lang gemacht habe, dass ich genau in diese Kehr Wasser reinkomme. Auch einer der Gründe, warum ich da keine U-Posen reinlege, denn die Strömung, ja, wird hier gebrochen, die dreht so rein, ist extrem viel Tumult da, die Strömung läuft da nicht sauber durch. Und das ist halt für eine U-Pose immer nachteilig, weil das Gefahr für Tangles extrem groß ist. Dann habe ich 2 Ruten so angespannt und die kurze habe ich genau hier vorne, ja, vor meinen eigenen Füßen, vor meinem eigenen Boot, einfach nur Topwater präsentiert und fertig. So sieht das Ganze aus. Nach oben alles wieder relativ monoton mit 3 Meter, 2 bis 3 Meter. Und dazu sieht es genauso aus. Und ich vermute zwar Fische hier, deswegen glaube ich auch sind die Köder so nervös. Aber davon kann ich mir nichts kaufen, denn es hat heute keinen Biss gebracht. Dennoch hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dem Film und für den einen oder anderen von euch auch mal einen Tipp, wie man diese Steinpackung Topwater beangeln kann. Mit diesem Bambus quer reinstecken ist echt eine coole Methode. Bambus brauche ich eh, auch wieder für heute Abend. Dann drüben auf der Sandbank für den Sandabriss, dann einfach zum Reinstecken, zum Umlenken. Gut, alles in allem eine Nacht mit wieder einem Aha-Effekt. Ich hätte mir schon mehr ausgemalt, aber genau das gehört beim Ballerangeln dazu. Wir sehen uns dann im neuen Video. Dann denke ich, geht es aber woanders weiter, denn Europa ist groß, Deutschland hat viele schöne Gewässer und ich denke mal, für die Italien-Session habe ich euch viel gezeigt und ich werde dann die Kamera bei den kommenden Sessions wieder mitnehmen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis dahin, euer Benni, ciao.